So, guten Abend. Der Herzog residiert Graf Groß von Kotz. Zusammen mit meiner Wenigkeit natürlich der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Also folgendes: Wir spielen weiter Crusader Kings 3. Und wir hatten ja festgestellt, dass mein Sohn Graf Harald, ne, der irgendwie, der hat inzwischen ein Kind bekommen, das nichts kann. Interessant. Es ist angestellt, dass du als intelligenter Mensch zusammen mit einer hübschen Frau einen Haufen Scheiße zur Welt bekommt. Kannst du mir das sagen? Außerdem ist er ein verräterischer Schurke. So, der war ja schon mal verheiratet und wir wissen ja gar nicht, was mit seiner Frau passiert ist. Ich weiß, die war halt, ne, Nee, Schmutz von Kotz. Das ist eine andere. Ich hatte mir extra ihren Namen aufgeschrieben, weil ich dachte, Harald wäre verheiratet gewesen oder nicht? Oder war Schmutz nur verheiratet? Und die kann ich einkerkern. Die ist unzüchtig. Okay, dann muss ich da nochmal drüber gucken. Vielleicht war Harald nie verheiratet. Okay. Kann sein. So, wenig Kontrolle in Gemeinden sollten wir uns natürlich drum kümmern. Aber hier haben wir schon mehr Kontrolle in Gemeinden am Laufen. Wie sieht es eigentlich kulturmäßig aus? Kultur fördern. Wir haben hier holländische Kultur. Aber ich selbst bin doch. Schwäbisch. Also würden da die schwäbische Kultur verbreitet werden, oder nicht? Da, Grafschaft wechselt ihre Kultur zu Schwäbisch. Steuern erhöht. Es ist ja vorteilhaft für mich letzten Endes. Also sollte ich das doch auf jeden Fall machen, oder nicht? Wie lange brauchst du dafür? 7 Jahre, Junge. Was ist dein momentanes Ding? Steuern eintreiben wäre dein momentanes Ding gewesen. Steuern plus 9,5% ist schon einiges. Wir lassen erstmal ein bisschen laufen und gucken mal, was so passiert. Ich bin ja momentan jetzt auch vor der Entscheidung, ne? Ich bin jetzt hier 45 Jahre alt. So. Und da hat man dann ja irgendwann das Problem, will man jetzt noch weiter erobern oder nicht? Weil momentan ist meine Erbfolge gesichert. Wenn wir uns das angucken, wir können hier auf Reich gehen. Nachfolge. Wenn ihr sterbt, werdet ihr als Manfred von Kotz weiterspielen. Im Nachfolgefall verliere ich drei Titel, nämlich Grafschaft von Boulogne, Grafschaft von Brügge und die Grafschaft von Amiens. Aber mein Erbe kriegt den höchsten Titel, was das Herzogtum von Flandern ist, wo all diese Dinge mit drin liegen. Und dementsprechend sind sie dann quasi sicher. Wobei, es ist nicht ganz alles drin. Was ist mit Grafschaft von Amiens? Das kriegt mein zweiter Sohn, Graf Harald. Ist es dann im Herzogtum mit drin? Schon, oder? Weil ich habe ja keinen höheren Titel, den es gibt. Ich glaube schon, dass es so ist, dass es dann weiterhin drin ist. Weil das hier noch nicht groß genug ist, um eigenes Herzogtum dann zu sein. Hätte ich gedacht. Aber wir werden uns da so ein bisschen auch überraschen müssen. Wir haben hier halt noch nicht die Möglichkeit, das Ganze hier zu ändern, weil wir begrenzte Lehnsautorität haben. Die sollten wir natürlich eigentlich auch erhöhen, aber können wir noch nicht, weil wir Schwaben sind und das noch nicht gelernt haben. Daher haben wir da noch so ein bisschen Probleme. So, unser Hauptsitz ist ja auch hier, Kotz, ne? Darum sind wir ja der Graf Groß von Kotz. Und da haben wir halt momentan nur eine Stadt stehen. Bauern finden mich wieder geil.
So, wenn ich jetzt hier Entwicklungszuwachs und Volksmeinung, nee, ich nehme die Geschenke huldvoll an. Gebt mir eure 15 Gold. Das ist jetzt nicht so der Burner, aber nehmen wir. So, wir versuchen ja auch immer noch, stimmt, wir haben versucht, den Bischof zu beeinflussen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, den Papst zu beeinflussen, aber da hatte ich echt wenig Erfolgschancen, ne? War das nicht so? Anspruch auf Gemeinde fingieren. Worauf fingieren wir denn gerade? Hier hinten. Auf die Baronie von Dingenskirchen, wo hier der Typ ist, der nichts hat. Ich muss halt gucken, dass kein neuer Herzogtumtitel erschaffen wird mit den Sachen, die ich erober, falls ich sterbe, weil dann würden meine Kinder in gleichen Teilen erben und das wäre schlecht. Hierauf müssen wir jetzt gleich mal reagieren dann noch. Unser König ist tot, lang lebe der König. Der stotternde Poet. Macht Sinn. Feige, treuherzig und zufrieden. Der mag uns sehr. Und der ist verbündet mit 30.000 Leuten tatsächlich noch, interessanterweise. Wir haben auch das Problem, wir sind hier in Frankreich. Das Königreich von Westfranken, da herrscht er, ne? Hier sehen wir, was da alles reingehört. Momentan. Und das ist halt momentan so ein bisschen ein Problem, weil wenn wir dann irgendwann selbstständig werden wollen, dann werden wir uns mit dem Typen anlegen müssen, ne? Ein Königreich von Westfranken ist halt recht groß und er hat recht viele Truppen. Wir werden dann irgendwann Unabhängigkeit machen müssen. Aber bevor wir das tun, haben wir einiges zu machen, denn wir müssen dafür ein neues Königreich gründen, drei oder mehr Herzogtümer halten und eine Reichsgröße von 30 oder mehr haben. Also das heißt drei Herzogtümer und insgesamt 30 einzelne Gebiete quasi. Ne? Also 30 Grafschaften, ne? Solche Dinger hier. Das ist eine Grafschaft. Das ist eine Grafschaft. Das da. Ne? Wir haben momentan sechs. Also selbst wenn wir drei Herzogtümer werden tendenziell nicht reichen, sondern es sind eher vier, die wir dafür brauchen werden. Wir nehmen die inspirierende Herrschaft. Wir sammeln uns noch so ein bisschen Prestige an. Ist ja nicht schlecht. So. Genau, wir haben ja drei Söhne und wir werden als Manfred von Kotz dann weiterspielen, wenn wir das Zeitliche eines Tages segnen werden. Und dann wiederum werden wir als Groß von Kotz weiterspielen. Nehme ich an, Ratskanzler. Warum ist hier eigentlich keine Musik? Petition an die Lehnsherren kann ich errichten. Hier irgendwie Einstellungen? Audio? Interessant, die fängt halt gerade erst ab 50 an. Dann lassen wir das halt mal so ein bisschen dudeln, ne? Gut, wir haben den Bischof ein bisschen positiv beeinflusst. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir mit. Gleich ist er mit Anspruch auf Gemeinde fingieren fertig. Und ich würde sagen, dann ziehen wir auch direkt in den Krieg. Wir haben eine gute Anzahl an Truppen. Da müssen wir nicht mal Verbündete rufen. Kümmert euch darum, 96, ja, wir haben jetzt kurz Schulden, haben wir gleich. Von wem ist der eigentlich? Der Herzog, hier ist der Lehnsherr davon. Und der ist verbündet mit Graf Herbert. Ja, okay. Aber der legt sich da ja, glaube ich, eh nicht damit ab, ne? Also wir können jetzt, lass uns hier den Krieg erklären. Ansprüche von euch, Grafschaft von euch. Krieg erklären, zack. Dadurch haben wir auch den Herzog den Krieg erklärt, okay. Und jetzt fliegt mir durch die Musik die Ohren weg. Wir hatten da 10 drin, ne? So.
ja alle ausheben. Also wie sieht's jetzt hier im Krieg aus? Der hat Gesamttruppen 927. Theoretisch sind wir ihm ebenbürtig bis überlegen. Oh, der hat Verbündete gerufen. Okay, jetzt ist es nicht mehr so. Wie viele Truppen hast du? 200. Wir holen den König von Lothringen. Da sitzt er. Der macht es schon. Klar, kosten mich 350 Prestige, das ist sackteuer. Ich habe momentan leider keine besseren Bündnisse, weil meine eine Tochter ja leider gedacht hat, ja komm, ich verheirate mich selbst. Ne? Absolute Frechheit in meinen Augen. So, da kommt mein Verbündeter mit seinen 4000 Leuten. Ne? Danke, König Lothair, du bist der Beste. Der ist auch kurz vorm... ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist euer Plan im Leben? Okay, die wollen sich mit mir anlegen. Ja, da kommt jetzt auch noch gleich die Verstärkung. Also es sieht nicht so gesund für euch aus, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sollte natürlich auch irgendwann mal so ein Militärregiment erschaffen, zumindest diese Onager, damit die Belagerungen schneller vonstatten gehen. Ist eine vernünftige Sache. Hier. Allerdings kostet es halt zusätzliches Geld im Monat. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie viel wir dafür ausgeben. Gräfin Heike wurde ermordet. Meine Tochter, die war auch noch schwanger. Wurde von Gräfin Beatrix von Hohenlohe ermordet. Wer ist die Hure? Graf Sickhart ist ihr Mann. Und der ist von Prinz Karl von Ostfrankenreich, der... Was zum Teufel ist da passiert? Warum? Wer tut sowas? Es wurde eine Fraktion gegen unseren König geschaffen. Auch eine interessante Sache. Das können wir uns mal angucken. Gegen mich gibt es keine Fraktion, weil ich bin ein geiler Dude. Die ist hier gar nicht gelistet. Ah, weil ich ihr nicht beitreten kann wohl. Okay. Bla. Da will wieder irgendein eifersüchtiger Prinz auf dem Thron. So sind sie ja immer, die Prinzen, ne? Da komm. Hier, nimm vollends ein. Und dann hauen wir den da hinten einmal hart aufs Fressbrett. Meine Verbündeten sind ja mit einem Schissler. Schaffe ich vielleicht sogar noch, bevor die da hier fertig sind. Naja, sie haben es noch rechtzeitig eingenommen, die Arschkinder. Oh, ich sollte ja noch eine Sache machen. Ich glaube, ich habe immer noch bei meinen Rittern, habe ich drin, dass ich meinen erstgeborenen Sohn dazu zwinge, mitzumachen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich wollte ja ursprünglich als er hier weiterspielen. Und das wäre auch kein schlechter Gedanke. Auf der anderen Seite hat er bisher nur ein einziges Kind rausbekommen. Und das ist auch noch scheiße. So, meine andere Tochter ist erwachsen geworden. Immerhin. Die ist verlobt mit dem dem König von Lothringen. Ja, viel Spaß. Mit dem 65-Jährigen, 61-Jährigen. Aber das ist fast dasselbe. Verlobte können heiraten. Gib ihm.
Freut ihr euch, ne? Ich bin Gönner. Was will ich sagen? Können auch Graf Beringer den Krieg erklären. Ach, der hier unten. Ja, da waren ein paar Leutchen. So, mein Enkel. Der wird vielleicht schüchtern. Der Stattliche. Den machen wir. Ungeduldig ist halt auch nicht so geil. Weil als der werden wir ja weiterspielen. Wir müssen aufpassen, also dann letzten Endes, wir müssen aufpassen, was der so hat. Der ist momentan auf Verwaltung. Schüchtern. Das ist alles scheiße. Das ist halt echt alles scheiße. Weil die Verwaltung minus zu machen, ist halt konträr zu seiner momentanen Ausbildung. Lassen wir dich schüchtern werden, auch wenn es überhaupt nicht gut ist. Schüchtern ist eine richtige Kackeigenschaft. Wollen die da wieder kommen, oder was? Mir wäre es eigentlich recht, wenn einer eurer 2000er Truppen da einfach stehen bleiben würde. Und dann halt, bitte, landet. Und die dann halt lang macht. Wenn die da kommen. Wo ist hier eigentlich dem seine Hauptstadt? Ist da unten fürs Herzogtum. Ja, da gehen wir jetzt einfach hin. Und dann erobern wir die und dann ist gut. Dann ist der Krieg auch durch. So, Kontrolle wird immer noch dran gearbeitet. Ja, diese Petition, ich wüsste nicht, was ich für eine Petition da. Ja, Frieden zwischen Vasallen erzwingen wäre natürlich nicht schlecht. Erhöht die Hauptsitzentwicklung. Das wäre. Warum sollte ich das nicht machen? Es kostet mich halt Prestige, das einzureichen. Und davon habe ich gerade noch nicht, momentan wieder nicht so viel, weil ich das ja sehr gerne als Währung nutze, um halt dementsprechend. Na ja, genau, ihr könnt da hinten hingehen und euch darum kümmern, Leute. Macht es mal. Na okay, ihr seid. Sichert jetzt irgendwie nach hinten ab, das ist nicht so mega sinnvoll. Kann ich denen nicht sagen, dass der da hinten hingehen soll? Das ist scheiße, was da passiert. Komm, wir müssen da hin. Das ist Kriegsziel, wir dürfen das nicht vernachlässigen. Nehmen es ja sogar noch ein. So, wir beeindrucken König Luis. Fuck, ey. Habe ich auch zu spät reagiert, aber ich hatte gehofft, dass die KI, ja, die KI, die bleibt immer bei einem. Das ist an sich eine gute Sache auch, dass die da nicht dumm selbst agiert. Aber hier wäre selbst agieren gar nicht so verkehrt gewesen. Jetzt müssen wir die wieder lang machen und dann wieder erobern. Immerhin nehmen die nebenbei da unten ein. Das ist schon mal eine Besserung zu davor. Okay, die Louis wird angegriffen. Okay. Ich bin in erster Linie relativ latten. Gerade hatten wir noch Gedudel im Hintergrund. Naja, also es ist jetzt nur kurzzeitig, dass die Musik gerade wieder weg ist.
Da ist sie wieder. Alles gut. So, Kind meiner Dynastie, wir haben eine Enkelin bekommen, eine hübsche. Von Schmutz ist ihr Vater. Der ist verwundet worden. Ach, weil der gerade als Ritter arbeitet nebenbei. Willkommen in der Familie Ermengard. Werde dich verschachern. Fangen wir hier nebenbei nochmal ein paar Armeen ab und dann sollten wir die Prozente auch gleich mal voll haben. Das da sind die Wikinger da. Ja, schön, wir können Diplomatievorzug wieder nehmen. Feste Hand. Ich habe zwar keinen Schrecken, aber ist okay. Alter, immer noch nicht gewonnen. Bin bekannt für die Hingabe zu meinem Glauben. Das denke ich mir doch. Ich bin Ehrenmann, Leute. Hallo? Kann ich hier vielleicht. Danke. Ich würde gerne in dieser Folge diesen Krieg kurz beenden. Kann doch nicht so schwer sein. Ohne zu nah an den Haufen Kacke daran zu gehen. Ja, die braucht aber auch lange, die Burg da. Die Prozente vielleicht schon vorher voll. Was hängen König Louis Truppen jetzt bei mir eigentlich rum? Was will der? Der 7534 sind da hinten von dem Wikinger. Das ist ordentlich. Okay, ich muss aufpassen wegen meiner Anspannung. Gesundheit. Eine kleine Jagd hilft da. Das ist so ein krasser weißer Hirsch. Ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass wir wahnsinnig werden. Ich weiß nicht, ob dieser Hirsch tatsächlich ist, aber einmal bin ich da voll drauf gegangen, so. Und dieser Hirsch kam nie. Der kam nie. Aber es war halt die ganze Zeit, war ich hinter dem Hirsch her. Ist auch was, was wir mal machen können, aber nicht mit dem Charakter jetzt. So, wir sind Jungjäger geworden. Das ist sehr gut. Das ist eine positive Eigenschaft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Crusader Kings 3. Bis dahin, haut rein.